Mein Name ist Frank Brunecker, ich bin Museumsleiter im Museum Biebrach, ein, wie wir sagen, relativ großes Museum in einer relativ kleinen Stadt. Biebrach ist ja eine Kleinstadt, wunderschöne historische Stadt mit sehr viel Kulturtradition, was sich auch in diesem Museum abbildet. In vier Abteilungen, Geschichte, Naturkunde, Archäologie und Kunst. Das Schwergewicht liegt bei uns auf der Kunst. Es gibt kein Lieblingsexponat, dafür haben wir einfach zu viel, 50.000 Objekte ungefähr. Aber die Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner, die gehören schon zu meinen Lieblingen. Auch der juwelenbesetzte Blumenkorb von Johann Melchior Dinglinger. Wenn Sie nach Biebrach kommen, vergessen Sie nicht, hierher zu kommen in unser Museum. Ob Sie jetzt naturkundlich interessiert sind, archäologisch oder an Kunst oder Stadtgeschichte, auf 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bieten sich hier viele Kostbarkeiten. Also Biebrach, eine Museumsreise durchaus wert, mit ansprechendem Ausstellungsprogramm, zwei große Sonderausstellungen im Jahr. Das sind so unsere Highlights und ansonsten bietet die Stadt auch sehr viel, ja, an sanftem Tourismus, wie wir so sagen. Ja.